Hi Leute, willkommen zur allerersten Folge von meinem neuen Projekt Let's Play Hardcore. Es wird ein Hardcore Let's Play sein, was von mir, ja, also was halt mit verschiedenen Mods sein wird. Mit dem Mod Elemental Swords Mod und noch anderen Mods, muss ich gleich mal gucken. Ja, Reasebook Mod, also halt normal überleben, Hardcore. Wir machen. Geht ja nicht. Mach Bauwerk generieren aus. Warum? Nee, ich lass das erstmal an, weil der ist wieder. Ja, okay, dann mach. Fertig. Ich mach das immer so, wenn ich irgendwas hört, mach ich mir die ganze Zeit so. Irgendwas. Wegen die Kacke. Ich werde gleich jetzt die Stimme unsere. Kotze. Unsere Welt. Boah, wie kurz das dauert, Alter. Cool, 2-0 FPS, geil, 9. Direkt scheiße gespawnt. Direkt kacke. Mach mal wieder TikTok rein. Alter, nee. Das ist keine Herausforderung. Wenn ich das jetzt mache. Doch, das ist dann eine größere Herausforderung. Eigentlich. Egal. Nee, ich mach jetzt. Ja. Was möchtest du nach YouTube machen? Nach YouTube? Wie nach YouTube? Ja, die Frage ist, was möchte ich nach YouTube machen, aber ich verstehe die Frage nicht. Halt, wenn du irgendwann mit YouTube aufhörst. Ach so. Was machst du dann? Ja, kommt davon, ob ich dann überhaupt noch Bock hab. Also wenn ich da jetzt keinen Bock mehr auf YouTube hab, ja, normal in einen Job reingehen, eine Ausbildung machen, was jeder normale Mensch macht. Eigentlich jetzt so mein Praktikum wollte ich bei einer Bank machen oder sowas. Also ja, Praktikum, kein Birthday. Praktikum als Bankkaufmann machen. Ein bisschen lauter. Oh, so leise. Ich muss auch was hören. Und ja, also eigentlich dann so halt in der Bank, das auf jeden Fall in der Bank. Weil ich finde das einfach toll. Also nicht ein toller Job halt. Mein Vater arbeitet auch in der Bank. Und ja. Was willst du noch auf deinem Kanal machen? Auf meinem Kanal. Bis jetzt in der Kanalschreibung steht ja auch, bis jetzt nur Dings. Erstmal Minecraft, PvP und normales Minecraft. Ja. Auf jeden Fall. Erstmal ein Holzschwert, damit wir gewappnet sind für die Nacht. Also auf jeden Fall Minecraft. Ich weiß nicht, ob das geht. Könnt ihr auch mal in die Comments schreiben, ob ich jetzt Nintendo Games aufnehmen darf oder ob ich dann im speziellen Netzwerk sein muss. Auf jeden Fall, wenn ich eine PlayStation 4 habe, ein PS4 Let's Play starten. Was ein Spiel, wahrscheinlich mit meinen Kumpels, ein GTA Online. Und ja. 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 Ich lasse mir hier ein bisschen Fleisch holen. Ja, es soll jetzt keine Lernversprechen sein. Aber eventuell, wenn sich Dings. Also ich sag ja, hau deinen Namen jetzt einfach mal raus aus Noel. Ich bin Benny, egal. Und wenn wir jetzt uns einen New Nintendo 3DS holen, was ich zu 99% machen werde. Was ich zu 40% machen werde, werden wir auf jeden Fall zusammen Super Smash spielen. Vielleicht doch aufnehmen. Wenn wir da nicht in einem speziellen Netzwerk sein wollen, weil ich will da ehrlich gesagt keinen Ärger mit YouTube haben. Ja, schon. Ich bin 15, also 14. Ich werde 15. Nein, ich sehe es nicht ein. Kürbis brauche ich eigentlich gar nicht. Doch, nee. Ja, nö. Jetzt sagen wir, buddeln jetzt gleich mal irgendwo runter. Was für eine Frage ist das denn? Was denn für eine Frage? Lese sie nicht vor. Wie behindert, Alter? Ja. Der war gerade, ab wie vielen Abos bekommen wir ein Lapdance? Ich würde sagen gar nicht. Ja, ist doch so. Hä?
als ob ich so gay bin. Ich weiß nicht, ob ihr was seht. Aber was soll ich jetzt einfach mal machen? Was ist dein aller Lieblingsgame? Mein Lieblingsgame? Wie ist dein Lieblingsgame? Boah, Alter. Mein Spiel ist definitiv nicht Minecraft. Also ich bin ein großer Fan von Assassin's Creed. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch das Assassin's Creed, was dieses Jahr rauskommt, noch Let's Playen werde. Wenn es klappt. Dann... Boah, Alter. Ja, Assassin's Creed feiere ich. Dann habe ich früher, oder spiele es gar nicht mehr, San Andreas. GTA San Andreas gespielt auf der PlayStation 2. Was ich jetzt eigentlich immer noch hardcore abfeier. Weil es einfach ein Sauhammer-Spiel ist. Und, ja. Nächste Frage. Wenn ich jeden Tag eins mache, werden das definitiv eins am Tag sein, eins. Weil, ich muss einfach 7 Videos am Stück aufnehmen. 7 Videos am fucking Stück. Ja, und er muss alles hochladen. Weil ich habe ja kein PC. Noch kein, ja. Ich muss mein Essen braten, Alter. Ja, guck mal, da muss ich auch noch meine Videos hochladen. Ja. Kannst du mich erstmal. Zum Karneval. Ja, wir hatten heute einen Umzug in unserem Dorf. Ja, ich bin nicht in der Stadt, ich wohne auf dem Dorf. Ich habe Karneval früher sehr gemocht, aber mittlerweile finde ich es einfach langweilig. Ich weiß nicht warum, ich finde es langweilig. Ich finde es langweilig geworden, weil es geht halt nicht so in meine Musikrichtung, sagen wir, die Musik und so, weil ich höre am liebsten Dubstep, ist meine Lieblingsmusikrichtung. Und ja, da spielen halt so stehen immer Fasnachtslieder und das habe ich einfach keine Lust drauf. Ja, weil jedes Jahr kommt echt das Gleiche an von den Liedern. Ja, das war eigentlich ganz simpel, weil er in der Noel hat ja auch mit YouTube angefangen. Und er hat gesagt, ja, geil, Alter, komm, ich mach das auch mal. Hat gesagt, ja, okay, mach das. Ich sag, ja, mach ich auch. Und dann hat mir auch geholfen und so. Und ja, seit er so. Ihr könnt eigentlich ihm verdanken, falls ihr meine Videos überhaupt mögt, ihm verdanken, dass ich YouTube mache. Wahrscheinlich nicht, dass ich ohne ihn mit YouTube angefangen hätte. Ich liebe dich. Ui, schwul. Also nicht, jetzt nichts gegen schwul oder so, aber ist halt ein bisschen Spaß. Nein. Na, was denn? Hat es schon mal bei dir gebrannt? Oder jetzt hat Hart ist schon mal bei dir gebrannt. Also hart noch nicht. Gebrannt eigentlich auch nicht. Also gar nichts von beiden. Ja, also es war nichts Hartes, aber auch nichts Weiches. Es hat auch eigentlich gar nicht gebrannt. Nee, nee. Ja. Hast du schon mal richtig Beef mit einer Freundin? Beef. Also Freundin. Richtig Spiel, so schlagen aufs Maul und sowas. Also wenn jetzt. So aufs Maul schlagen nicht, also. Nö. Okay, Wortgefechte, ja. Aber jetzt aufs Maul. Ja, ja. Wortgefechte, ja. Klar. Die hat mir auch schon eine geknallt. Also nicht. Na, ich weiß aber. Ja, nix. Ich find's scheiße. Ganz klar, es ist das größte Kackspiel, was es auf der Welt gibt, deswegen Let's Play es auch, weil ich auch einen Kack-Kanal habe. Ja. Hast alle meine Videos, danke, tschüss. Nee, sorry, das war geklaut, ich häng mich, tschüss. Mach doch mal, Alter, ohne Spaß. Vlogs. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, mehrere Leute mögen meine Videos, Und ich weiß, ich würde dafür nicht diskriminiert werden. Keine Ahnung, ich bin normal, ich bin weiß. Wenn ich jetzt so sage, okay, meine Community steht hinter mir und würde mich nicht diskriminieren, egal wie ich aussehe. Und dann werde ich das auf jeden Fall machen. Also bewundere ich auch Mr. More Game. Nein, ich meine jetzt so, guck mal Mr. Morgame.
Mr. Morgan ist nicht gerade der dünnste, weiß er selbst auch. Aber trotzdem, er macht Facecam, weil es ihm einfach nicht juckt, was die anderen sagen. Ja, er gibt echt einen Fick drauf. Er sagt auch immer zu sich selbst, ich bin fett. Es juckt ihn einfach nicht. Ja, oder er hat ja einmal mit Revi so eine Flachwitze. Ja, er hat doch Flachwitze. Hat auch so ein Fettwitz gemacht. Ja, über sich. So Fette, über sich selbst. Wo er quasi sich selbst, also er hat sich als fett dargestellt. Als quasi sich selbst als fett dargestellt. Und deswegen kann man das ruhig auch von ihm sagen, dass er dick ist. Ich sag den aus dem Fett nicht gerne, zum Beispiel nicht mag oder so. Ja, dick, also er weiß selbst, dass er nicht der dünnste ist. Es ist auch. Das finde ich. Das kann jeder normal Mensch sehen, aber. Ja, aber er steht dazu. Ich meine, natürlich gibt es Zuschauer, die so behindert sind und Leute wegen sowas diskriminieren, aber ich meine, jetzt sowas macht man einfach nicht. Im Internet wird sowas für immer festgehalten, für immer. Aber wenn jetzt so privat. Okay, natürlich gibt es Leute, die man überhaupt nicht leiden kann. Ja. Und wo man dann auch mal sagt, verpiss dich, du Wichser oder du Fettsack oder so, das ist keine Frage. Aber jemanden so richtig übelst beleidigen. Korrekte, dicke Leute, oder es gibt auch. Es gibt ja auch Leute, die nicht von Geburt an das können, was normale Menschen können. Also dicke Leute meinst du jetzt? Was? Nein, ich meine jetzt so geistig. Ach so, geistig, ja. Geistig behinderte Leute. Man sagt beeinträchtigt. Beeinträchtigte Leute. Ja. Die können auch voll korrekt sein. Und dass die nur in so bestimmten Sachen nicht gut weiterkommen, wie du zum Beispiel. Oder? Ja, wie jetzt Leute, die halt keine Beeinträchtigung haben. Ja. Aber die Leute sind dann meistens im Kopf, also die jetzt körperlich oder geistig beeinträchtigt sind, wir reden jetzt mal von körperlich beeinträchtigt, die können meistens mit ihrem Körper oder also mit ihrem Verstand mehr anstellen, als Leute mit normalem Gestand. Verstand. Aber es gibt ja auch etwas dickere Leute, die sau sportlich sind, aber einfach nicht abnehmen können. Ja, das ist dann aber eine Fehlfunktion des Körpers. Wenn übergewichtige Leute nicht abnehmen können. Ja, hast du noch eine Frage? Würdest du dir für 500 Euro Dreadlocks machen? Ganz ehrlich? Ja. Ich würde mir für 500 Euro oder mehr würde ich mir Dreadlocks machen. Ich finde das nämlich gar nicht schlecht. Weil ich hatte schon mal lange Haare. Nur ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Ich hatte einfach richtig hässliche Locken. Okay, ich will sie aber auch nicht zu lang machen, sodass sie mir irgendwann bis zum Arsch. Ja, ach nee. Ich weiß, also ich würde mir auf jeden Fall welche machen. Über die Länge lässt sich streiten. Okay, die Frage hat mir quasi schon, aber sie stellt sie einfach nur. Welche Let's Plays machst du noch so? Ja, das ist wieder eine Frage, die wir schon mal beantwortet haben. Welche Let's Plays machst du noch? Was du so? Ja, wie gesagt. Ich werde mir ein Nintendo 3DS kaufen. Oder wir lassen uns was einfallen. Ja, wir lassen uns was einfallen. Wie sieht die Zukunft deines Kanals aus? Ja, ich hoffe erfolgreich, weil ich möchte gerne erfolgreich werden. Um Leuten wie euch jetzt, die da zugucken, wie dir gerade, ja, du, der gerade mein Video guckt, ja, du. Genau du. Möchte ich nämlich einfach Entertainment bieten. Und zwar, weil ich. Ja, und ich mach 20 Minuten. Und deswegen, ich finde das einfach. Ich mag das einfach, Leute zu unterhalten. Weil ich kann auch gut mit. Also nicht mit kleinen. Also schon mit kleinen Kindern umgehen. Kein Pedo. Aber ich wollte auch ein Praktikum als Kindergärtner machen, weil mir liegt das einfach. Ja, ich weiß. Ich hab aber kein Boss Day. Doch, das war noch mein Praktikum. Mein Praktikum ist am 20. bis 30. April und Boys Day ist am. Oh doch? Boys Day ist im Praktikum, glaube ich. Egal, mal gucken. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe mich schon mal erkundigt, was ich da noch so spiele. Ich wollte eigentlich Dying Light Let's Playen, aber ja, wird ja von YouTube, ja, kacke, ich hab jetzt nur zwei Eisen. Falls mich das eine Gold hier. Ja, mit der Steinpickaxe bauen. Ja, ich will jetzt erstmal mich so zurecht farmen, dass ich relativ gewappnet bin. Gegen böse Leute. Wie alt bist du, das haben wir schon gesagt? Naja, 14. 14, 15, ja. Na raus. Und
warst du auf der Gamescom oder wirst du sein? Ich war letztes Jahr nicht auf der Gamescom, leider. Ich wäre gerne da gewesen. Ein Kumpel von mir war da. Fand sehr, sehr geil. Hat auch sehr viele YouTuber getroffen. Wie den lieben Herr Unge und den lieben Herr Dena. Okay, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr dazukommen werde. Es wäre saugeil. Ich würde es auch sau abfeiern, wenn ich mal da komme, aber dann würde ich alleine hingehen. Dann würde ich ohne Eltern hingehen oder sowas. Ja. Na, dann würde ich da. Und ein Eisen. Und ein Eisen. Und Kohle. Läuft. Leute, geil. Einfach geil. Nice. So, ich hab dazu passend, weil du gerade unter der Erde bist. Ja. Auch wenn es nichts, obwohl das Spiel über der Erde ist, aber egal. Hast du Slender mal gezockt? Hey, was hat das denn mit unter der Erde zu tun? Ja, also, Slender. Auf dem Geburtstag von einem Kumpel haben wir Slender gezockt. Ich bin der übelste Schisser bei Horror Games, kann ich euch jetzt schon sagen. Also ich bin der übelste Schisser. Ja, du musst auch Patches einsammeln. Ja, also bei Horror Games bin ich der übelste Kacke, Alter. Ich kack mir richtig in die Hosen bei sowas. Dönerpizza. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist eine Pizza, die einfach mit Dönerfleisch belegt ist. Ja. Das macht unser Dönerladen sehr, sehr geil. Machst du Musik? Was ist dein Lieblingsmusikinstrument? Ich mag selbst keine Musik, ich spiele auch kein Instrument, so viel dazu. Ja. Und was für Musikrichtung magst du am liebsten? Meine Lieblingsmusikrichtung ist Dubstep, aber ich höre auch Pop oder sowas. Aber ich höre hauptsächlich Dubstep. Ja, Deutschrap auch. Von Dame sowieso, gell? Dame, wetten? Ja. Ich hab 3 Dias. Dann, wenn ich 3 Dias hab, mache ich mir da draußen eine Diamantspitzhacke, ganz einfach. Was war das? Ich hab keinen Stick mehr. Echt? Oh, okay. Fuck, ich mach mir jetzt Eisen. Ich muss jetzt ganz mit dem Steinschwert verharren, Alter. Ja, wie machen wir? Also unser Ziel ist es, wahrscheinlich Kinder ist jetzt sau geklaut von Reset, aber auf jeden Fall werden wir versuchen werde ich versuchen, den Enderdrachen zu besiegen in diesem Projekt mit dem bestmöglichen Equip, wenn es geht. Ja, also das ist jetzt das Ziel dieses Projektes. Für die, die es jetzt interessiert hat, für die, die es nicht interessiert hat, Pech. Ja, hast du noch eine Frage? Hast du Tiere? Tiere. Ich habe 4 Haustiere. Ich habe 2 Wellensittiche. Und 2 Hunde. Und ja. Wann hast du Geburtstag? Ich weiß nicht, ob du das sagen willst. Na ja, klar, warum? Ich habe am 15. November 2000 Geburtstag. Ja, da werde ich 15. 2000? Also, ich bin am 15.11.2000 geboren, so. Ja, noch eine Frage? Nix Frage. Komm. Was machen? Hast du schon Ideen für neue Minecraft-Projekte? Nö, wie gesagt, ich bin am überlegen, ob ich mir einen Laptop hole oder einen PC, damit ich mit Noel hier, Xnox, ein Hexit-Projekt starten kann. Ich bin ein bisschen erkältet. Das wird gleich das nächst größere Projekt sein. Oder vielleicht mal eine kleine PvP-Serie. Also ich meine PvP-Serie, wo ich sagt so, ja, jeden Tag, da davon was. Ja. Nö. Finde ich nicht. So, Eisen-Sponsor haben wir. Weiter.
Ja. Ja, der. Der hat ja nur Push bekommen von Unge. Ja, was nächstes Frage, komm. Ja, Pech, schau doch mal. Alter. Fuck. Was hast du für eine Lieblingstechnikmarke? Also so wie Rocket oder Linecast oder so? Na, aber so nicht Technikmarke. Alter, eigentlich so von was ich jetzt gehört habe. Ich habe kein PC, gar nichts. Aber was ich jetzt gehört habe, ist es also so von der Qualität her, ist es auf jeden Fall Rocket. Ich auf jeden Fall Rocket und Linecast, würde ich sagen, obwohl ich Linecast nicht kenne. Aber, oder was auch geil ist, ist, boah, wie heißt das nochmal? Razer, genau. Razer macht übelst geile Tastaturen. Die sind saugeil. Ja, MLG-Mäuse und alles. Ja, eine Linkshänder-Maus. Ist eine Hülle. Wo sind wir? Oh, wir sind schon, die Zeit haben. Die Zeit ist schon. Ja, 21. Dann würde ich sagen, war es das mit der. Dann mach ich nochmal eine auf und dann kannst du nochmal machen. Und dann, das würde ich sagen, war es das mit dieser heutigen Hardcore-Let's Play-Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Abo von meinen Let's Plays. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.